Hatten die aber nicht Treibstoff auf diesen? Ne, da wird das hergestellt. Flüssig gut, okay. Tja, Treibstoff. Hier oben wäre viel drin. Aber dann müsstest du es mit dem Schiff halt erstmal hier rüberbringen. Und dann hierher bringen. Wobei. Guck mal, ich habe doch hier eigentlich schon den. Ja, die werden halt wieder ewig unterwegs, ne? Oh, ich weiß auch nie, ob das dann so geil ist. Wenn die ja ewig und 3 Tage unterwegs wären. Wie sieht's denn hier Crackingwerk technisch aus? Hier wäre gleich ins Nebenan. Was war das jetzt? Das hier. Die brauchen wiederum Chemikalien. Und Chemikalien, da ist das, kriege ich doch auch wieder bloß irgendwo hier hinten her. Das ist alles scheiße. Was haben wir noch für eine Treibstoffmöglichkeit? Eine Bioraffinerie. Warte mal, die habe ich doch hier hinten. Ist das nicht eine? Ah, eine Zuckerraffinerie. Und das Problem ist, die Bioraffinerie, die braucht... Oh, guck mal, der Zug kommt das erste Mal an. Bioraffinerie brauche ich die Biomasse und da sieht es ja auch nicht so geil aus. Biomasse, Bohnen, na gut, die Biomasse könnte man vielleicht wegladen und durch Bohnen und Getreide ersetzen. Hier wäre nämlich gleich eine gewesen. Bohnen und Getreide und die hätten dann den Treibstoff. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Wäre hier auch gleich in der Nähe. Gucken wir. Maximale Produktion, aber ja trotzdem Biomasse, ne? Also irgendwie ist das auch nicht so das Geile. Obwohl Biomasse aus dem Torfmoor. Dann würde das ja funktionieren. Hier unten wäre zum Beispiel gemischter Bauernhof, hier wäre ein Torfmoor, dann hier wäre auch noch irgendwas, ich glaube irgendwelche Fischbuden, die stellen auch Biomasse her. Ja, warte mal, stopp. Ach, guck mal, Verpackungen. Ich könnte doch jetzt hier eigentlich Verpackungen hinbringen. Achso, haben wir schon teilweise. Wo kommt denn das her, die Verpackung? Von dort oben. Eieiei. Aber haben die jetzt hier nicht auch irgendwie Verpackungen hergestellt hier? Verpackungsmaterial. Na gut, da könnte ich doch zusätzlich noch hier Verpackungsmaterial von hier unten hinbringen. Das würde da vielleicht noch ein bisschen mehr Biomasse vielleicht entstehen oder sowas. Guck mal, so dumm ist die Idee eigentlich nicht, ne? So, als letzten Schritt hier in der Aufnahme. Hm, ich nehme wieder den hier, der kann das schön ausreizen. So, 2 Verpackungspendler. Na
gut, das hier, warum habe ich hier bloß 4 Gleise gebaut? Ne, warte mal, 1, 2, 3, 4. Ne, doch, es passt. Sah erst ein bisschen komisch aus. Dann können die Verpackung nämlich hier auch mal ansacken. Genau, dann würde ich einfach in der nächsten Aufnahme hier diese Bioraffinerie nehmen und das dann mit zum Beispiel einem Torfmoor ankält. Wir machen erstmal dann hier Ersatzteile. Müssen wir mal gucken am Ende, wie wir das machen. Genau, da hätten wir doch Biomasse. Warte mal, war ja nicht irgendwie. Aber wenn ich hier Biomasse habe. Warte mal, wo geht denn das hin? Der Biomassezug. Der fährt. Hä, dann kann ich doch aber auch aus einem Torf die Biomasse dorthin bringen. Ist bloß nicht wirklich was. Da ist eins. Gut, das würde ich eigentlich. Oder hier oben wäre auch noch eins. Na gut, Torfmoor gibt es nie viel, ne? Aber eigentlich könnte ich das doch zusätzlich machen. Dann kommt hier vielleicht öfters mal ein Biomassezug. Irgendwas mit Biomasse vorbei. Wenn ich jetzt hier noch den hier nehme. Die Frage ist, wie kettle ich das an, ne? Mache ich LKWs, die hier Torfmoor umladen? Oder wie muss ich das machen? Oder baue ich da einen Zug, eine Zugstrecke, die hier so rumfährt? Ich glaube, das machen wir noch. Hier oben auch noch Torfmoor. Ja, das gibt es selten hier irgendwie anscheinend. Hier oben wäre auch noch eins. Aber nehmen wir nochmal das jetzt hier. Was wäre, wenn. Na gut, mit LKWs hier rum und entladen, das ist vielleicht auch nicht so geil, oder? Das kann ruhig schon ein eigenes Gleis sein. Was haben wir hier? Eine Textilfabrik, Wolle, Fasern. Die hätte ich eigentlich schon auch gern mit drin, weil. Nämlich, wir haben hier nämlich oben den übelsten Überschuss an Fasern. Die könnte man so auch noch recyceln, sag ich mal. So ein bisschen. Okay, Aufnahme ist noch nicht vorbei. Das bauen wir noch hier. Oh, hier muss halt leider die Straße dran glauben. Tut mir leid. Die Leute werden hier direkt am Gütergleis wohnen. Gerüchteweise wurden Proteste dagegen gnadenlos niedergeknüppelt, habe ich gehört. Aber ob das der Wahrheit entspricht, man weiß es nicht. Fake News sind das sozusagen. Wir werden einmal hier mal schnell eine Lärmschutzwand einziehen. So. Na gut, die haben auch hier ein Passagiergleis. Da können sie sich ja gar nicht beschweren. Aber jetzt, wo wir da eine Lärmschutzwand eingezogen haben, wird es vielleicht akzeptiert. Hier, das ist ja einfach ein Endpunkt von irgendeiner Nebenstrecke. Hier ist so wenig Zugverkehr. Ich würde einfach hier wirklich mal auf irgendwelche komischen Brückenkonstruktionen verzichten. Also einfach hier so quer rüberziehen. So hier. Hä? Achso, da steht schon ein Signal. Deshalb.
Ich schon gerade gucken, warum das so komisch aussieht. So. Biomasse stellen die her. Okay. Na gut, Torfmoorabbau ist ja auch nicht ganz so ohne, sag ich mal. Hauptsächlich ist ja das Problem, dass ja, ich glaube, das Torfmoor nimmt immer viel Wasser auf. Und wenn man das dann abbaut, dann war irgendwas, dass es dann austrocknet oder sowas. Das ist halt auch nicht so geil. Und jetzt sind sie ja teilweise dabei, ich sag mal, Torfmoore wieder neu anzulegen. Hä, wo kam denn jetzt der Zug her? Achso, die von hier unten. Das ist nochmal Biomasse. Und jetzt können wir noch hier oben Fasern. Ja, gut, das ist auch wieder eine elendig weite Strecke, aber könnt ihr wenigstens mal die Fasern ein bisschen leer machen. Und vielleicht was Sinnvolleres damit machen, bevor die dort im Lager vergammeln. Ich nehme mal den hier. Fasern müssen geschützt sein. Das geht gut mit so einem überdachten Waggon. Ja, mit so überdachten Loks, Waggons. So, haben wir überhaupt irgendwie schon Faserzüge? Sogar schon einige, 10 Stück. Ich glaube, dann brauche ich das hier mal auch. Dreigleisig aus, weil es kann, glaube ich, sein, wenn dann die zwei Torfzüge drinstehen und ewig aufs Bewarten beladen warten, dann kann der Zug ja trotzdem rein und sein Zeug entladen. Jo, naja, da haben wir wieder einiges geschafft hier. Das Chaos ist einigermaßen unter Kontrolle, auch wenn sie hier wieder so ein bisschen stehen. Stauung haben. Hier unten ist auch kaum was los. Ne, gut, dann war es das jetzt erstmal hier mit der Aufnahme. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Und ja. Genau, die Verabschiedung von Glaurus heute mal. Macht es gut, auf Wiedersehen und tschüss.